Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso deine Hautpflege bröckelt und du bist vielleicht auch schon richtig genervt davon und du weißt nicht, was du dagegen tun sollst und woran es liegt. Ich glaube, ich kann dir sehr gut helfen, denn ich kenne so ziemlich alle Gründe, wieso die Hautpflege bröckeln kann und was man dagegen tun kann, sodass das einfach nicht mehr vorkommt. Erstens kann eben die Hautpflege bröckeln, weil vom Vorabend auf der Haut eben noch so ein Fettfilm ist. Also wenn man jetzt gerade am Abend eben eine okklusive Schicht auch verwendet, wie die Vaseline oder das Koalantöl, und das eben noch am nächsten Morgen dann eben noch sehr dick drauf ist. Oder wenn man generell einfach eine sehr fettige Haut hat, die eben sehr stark fettet, dann kann das nämlich oftmals verhindern, dass die Feuchtigkeitspflege überhaupt einziehen kann. Falls du denkst, dass das der Fall ist, dann verwende in der Früh auf jeden Fall eine Reinigung. Und zwar am besten eine schonende Reinigung, also die Bioderma-Reinigung, weil die reinigt wirklich sehr schonend das Gesicht, weil man soll die Haut ja nicht so oft reinigen. Und in der Früh braucht man auch nur eine sehr schonende Reinigung. Und daher ist die Bioderma-Reinigung wirklich perfekt für eine Morgenreinigung geeignet. Ein weiterer Grund kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass deine Haut eben sehr trocken ist. Also wenn du generell einen sehr trockenen Hauttypen hast oder eben irgendwie geduscht hast oder deine Haut gereinigt hast und danach dann eben zu viel Zeit vergangen ist, dass deine Haut eben sehr trocken ist und spannt. Weil da kann die Haut eben auch weniger Feuchtigkeitswege aufnehmen, weil sie eben nicht einziehen kann. Und da ist es am besten, wenn man davor einen Toner verwendet, damit man die Haut damit etwas befeuchtet und weich macht, sodass dann anschließend die Feuchtigkeitswege besser einziehen kann. Es kann aber auch sein, dass deine Haut zu sehr verhornt ist. Das kommt gerade bei einer unreinen Haut vor, die unter einer Verhornungsstörung ja leidet, weswegen sie ja zu Pickeln neigt. Und da können die Produkte eben auch nicht gut einziehen. Und daher sollte man da regelmäßig Fruchtsäure-Peelings verwenden, weil diese lockern ja die Hornhaut auf und haben noch viele weitere Vorteile bei unreiner Haut und machen sie dadurch dann wieder aufnahmefähiger und dann ist das Problem auch gelöst. Ein weiterer Grund kann aber auch sein, dass zu viel Zeit zwischen den einzelnen Pflegeschichten vergangen ist, sodass die vorherige Pflegeschicht schon zu sehr angetrocknet ist, wenn man die nächste Pflegeschicht aufträgt. Hier muss man einfach ein sehr gutes Gefühl dafür entwickeln, dass die Pflege eben schon etwas eingezogen ist, aber noch nicht zu sehr, sodass die Haut eben noch etwas feucht ist, wenn die nachfolgende Pflege aufgetragen wird. Wenn es aber nochmal passiert, dann verwende einfach kurz davor eine Tone und befeuchte damit nochmal etwas die Haut, bevor dann die nachfolgende Pflege aufgetragen wird. Mir passiert das selber auch manchmal, wenn ich einfach abgelenkt werde während meiner Pflegeroutine und sie unterbreche. Ja, das kommt schon mal vor und da hilft einfach ein Toner ganz kurz, das Gesicht nochmal kurz zu befeuchten, bevor dann die nachfolgende Pflege drankommt. Oder es kann einfach auch sein, dass das Pflegeprodukt sehr schlecht formuliert ist. Also gerade bei Drogerieprodukten ist das oftmals der Fall. Also ich konnte früher kein feuchtigkeitsspendendes Drogerieprodukt verwenden, weil das wirklich immer von meiner Haut abgebröckelt ist. Und ich dachte, okay, ich kann einfach allgemein keine Pflege auf meiner Haut anwenden, bis ich dann eben meine Pflegeprodukte, die ich heute anwende, angewendet habe und meine ersten gute Erfahrungen damit gemacht habe und dann eben auch gesehen habe, dass meine Haut dann doch fähig ist, Hautpflege überhaupt aufzunehmen, ohne dass das irgendwie bröckelt. Also kann das manchmal auch wirklich am Pflegeprodukt liegen, dass das wirklich sehr billig formuliert ist. Wirklich gute Pflegeprodukte gibt es auf hauttief.com. Das sind wirklich alle Produkte, die ich selber auch mal angewendet habe und getestet habe. Sie haben eine wirklich sehr gute Hautverträglichkeit und eine sehr gute Aufnahmefähigkeit. Und alle Produkte, die ich hier eben zeige, gibt es dort auch. Ich selbst habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass Sonnencremes sehr oft krümeln. Also es liegt, glaube ich, an der komplizierten Zusammensetzung von denen, dass es eben sehr schwer ist, die homogen zu machen. Und daher krümeln die eben sehr oft. Aber ich muss sagen, dass diese Neogen, die ich wirklich täglich verwende, jetzt nicht dazu tendiert zu krümeln. Und ich habe wirklich mit der die beste Erfahrung gemacht. Also die trocknet die Haut ja auch nicht aus, verursacht keine Hautunreinheiten und ist zugleich auch fungalaknesicher. Und sie weißelt auch nicht, kann man wirklich mehrmals übereinander auftragen und kann ich daher wirklich sehr, sehr empfehlen. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps sehr gut weiterhelfen und das Problem endlich aus dem Weg räumen.